Ist es denn wirklich so vermessen, hinter Gottes Pforten blicken zu wollen? Warum versteckt er sich vor uns? Wenn er uns deshalb eingestellt hat, warum zeigt er sich? Wie können wir an etwas glauben, wenn wir den Leben nicht mehr tragen können? Was wird aus uns, wenn wir glauben wollen und nicht können? Und was wird aus dem, der weder glauben will noch kann? Warum kann ich Gott nicht töten? Warum wird er gegen mein Leben antreten? Warum bin ich der Fall? Ich habe ihn verflucht. Ich möchte ihn aus mir herausreißen. Warum bleibt er bei mir? Warum verhüllt sie mich, diese Gestalt, mit der ich mich fertig bin? Wirst du mich? Wirst du mich?